Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Heute machen wir eine Korrektursendung zur Wahrheit zum Thema Omega-3, denn unser QS24-Wissenschaftsgremium hat interveniert und gesagt, hier müssen wir ergänzende Informationen einbringen, denn das war ganz klar zu einseitig. Und deshalb ist heute der Dr. Med. Simon Feldhaus hier. Er ist auch der Chefarzt der Paramed. Ganz herzlich willkommen, lieber Simon. Dankeschön. Ja, danke für die Intervention und danke, dass wir darüber reden. Ja. Ich habe die Sendung selber gar nicht geschaut. Deshalb bin ich mal froh, dass du da interveniert hast. Mhm. Und erzähl mal, was müssen wir hier Korrektur anbringen? Ja, es geht ja immer eigentlich nur darum, neutrale, grundlegende Informationen zu vermitteln. Es gibt nie die absolute Wahrheit im Sinne einer Wahrheit, aber es gibt halt faktenbasierte Dinge. Und um das geht es dann eigentlich. Und es geht nicht ob falsch oder so, es geht, wenn es zu tendenziell und zu einseitig in eine Richtung geht. Das ist etwas, wo man im Sinne der freien Meinungsäußerung akzeptieren kann, wenn dann auch noch ein Gegenpart dasteht. Und darum geht es mir eigentlich, so ein bisschen vielleicht mehr wieder die Breite der Situation zu zeigen, dass es nicht so absolutistisch ist, wie es nicht nur in der Sendung, es gibt auch noch ganz andere Veröffentlichungen zurzeit über Omega-3 immer dargestellt wird. Und der Nachteil ist, dass offensichtlich vielen, gerade auch wenn man die neuen Veröffentlichungen mit diesem Vorhofflimmern da liest, die Breite fehlt und leider auch so ein bisschen die Breite der wissenschaftlichen Datenlage fehlt und man auch nicht immer vielleicht alle Studien genau liest, sondern vielleicht nur so die letzten zwei Sätze oder der Übertitel einer Studie wird dann in der Zeitung natürlich als Übertitel gezeigt, aber was dann genau da steht. Und es geht genau um solche Sachen. Es geht um neutralisierende Informationen, die einfach zeigen, wo es geht, weil dass Omega-3 ein sehr, sehr zentrales Thema ist und dass das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 elementar ist, gibt ja gar keine Diskussion, sondern es ist ein bisschen eine Frage, was bedeutet das, wie gehe ich damit um und was mache ich dann? Aber der Absolutismus, glaube ich, in dieser Sendung war der Verweis letztendlich, dass nur noch irgendwelche Kapselnformen zu schlucken die Lösung sind, oder? Ja, und vor allem, dass das Ganze nur noch mit Algen ginge. Fische gar nicht mehr sein und man solle auch keine Fischölkapseln und. Und das sind dann alles so Dinge, wo man sagen muss, nein, so geht's dann halt nicht. Es gibt immer die Breite der Geschichte und dann muss man im Einzelfall, je nach Patient, Krankheit, Situation, auch noch überlegen, was es genau ist. Man hatte dann das Gefühl, es sei vor allem dieses DHA, dieser eine Anteil von den Omega-3-Fettsäuren, der ganz zentral sei. Dabei ist für bestimmte Krankheiten EPA viel wichtiger als DHA. Also auch da muss man immer wieder, eigentlich ist es am Ende des Tages individuell. Man muss jeden Menschen, jeden Fall anschauen. Für den einen ist das sehr, sehr relevant momentan und für den anderen aber in der gleichen Situation ein anderes Thema, weil es ein anderer Mensch ist. Mhm. Und das ist so das. Man kann es nicht verallgemeinern. Man kann Dinge nicht verallgemeinern, weil es viel zu individualisiert ist. Mhm. Was richtig war, und das ist auch das, was wir und alle anderen Experten auch immer wieder sagen, relativ zentral ist am Ende des Tages, ich muss es mal messen. Ich muss herausfinden, ob in dem Körper des Patienten oder das muss ja nicht immer ein Kranker sein, des Menschen, wie ist das Verhältnis dieser Omega-6, Omega-3-Fettsäuren, wie stehen die in einem System untereinander, um dann für diesen individuellen Fall die richtige Beratung machen zu können. Das ist wirklich eine zentrale Message, die war auch in dem Film absolut so und das ist auch richtig, sehen wir auch alle so. Ohne eine Messung kann ich nicht wissen, was du brauchst, weil ich kann ja gar nicht in deinen Körper hineingucken. Weil vielleicht hast du sogar noch das Glück, dass du noch einer der letzten Neandertaler bist, wo dein Körper selbstständig diese Fischöle sogar selber herstellen kann. Dann musst du gar nichts machen. Hm. Davon gibt es einfach nicht mehr so viele. Aber wenn, musst du nichts einnehmen. Ja, das kann ich dir also nicht ansehen. Definitiv kein Neandertaler. Ich habe jetzt jahrelang schon genommen, 1500 ja. Milligramm ja. DHA und 750 EPA. Ja. Hat überhaupt nicht gereicht. Ja. Einmal mehr, also das genau. ist echt das, was man auf der Etikette draufschreibt. Ich ja. habe es jetzt gemessen ja. und muss die dreifache Portion nehmen. Ja. Das ist wieder genau das Thema, der Bedarf. Und der ist eben wieder nicht bei jedem Menschen gleich. Und dann, und das trifft nicht nur auf Omega-3, das ist dann auch für andere Mikronährstoffe, aber spezifisch für Omega-3 eben auch, eine ehrlicherweise wissenschaftlich auch noch nicht 100% geklärte, extreme, individuelle Unterschiedlichkeit der Aufnahme. Da hätte man nicht gedacht, weil es ist was Öliges, da hätte man gedacht, ja, das wird schon irgendwie aufgenommen. Aber offensichtlich gibt es das. Es gibt Menschen, die wirklich die dreifache Dosis im Vergleich zu einem anderen nehmen müssen, um auf den genau gleichen Wert im Blut zu kommen.
Und das kann ich wieder nicht sehen. Das kann ich halt auch nur, indem ich es irgendwann mal messe, überprüfen. Weil wenn ich in diese Gruppe gehöre und ich esse eine vernünftige Dosis, dann ist es für mich zu wenig. Und dann hat es mir im wahrsten Sinne des Wortes nichts gebracht. Und das ist genau dieses Thema, wo man eben leider nicht verallgemeinern kann. Ja, jetzt nimmt man das mal, da kommt's gut. Oder man isst jeden Tag den Fisch oder das und dann stimmt's. Können wir leider nicht mehr sagen, das ist nicht richtig. Zurück zum Omega-3. Mhm. Er hat dort in Dreher auch gesagt, man soll es nicht aus Fisch nehmen, aber ja. Fisch produziert ja Omega-3, weil es Algen frisst. Ja. Er hat aber gesagt, die Fische sind heute so stark belastet. Ja. Wenn ich aber so Hersteller anschaue, die bringen ja wunderbare Zertifikate und legen es hin, dass da keine Belastungen mehr drin sind, oder? Auch das ist genau das Thema. Man muss da zwischen Grundlegendem und dann im Detail wieder extrem unterscheiden. Einerseits ist natürlich richtig, wir haben eine Überfischungssituation grundsätzlich weltweit gesehen. Das ist so. Und die Idee ist nicht, alle Ozeane leer zu fischen, schon gar nicht nur wegen Fischöl. Wobei die Fischölproduktion ist nicht etwa der größte Anteil vom gefangenen Fisch. Das ist ein verschwindend kleiner Anteil. Mhm. Nichtsdestoweniger, wir müssen auf die Fische achten. Gibt ja gar keine Diskussion. Zweitens, ja, unsere Meere sind leider nicht mehr sauber. Und damit, je nachdem wo, und das ist jetzt eben der Punkt, je nachdem wo der Fisch rumschwimmt, aus dem Mittelmeer würde ich jetzt nicht unbedingt Fische nehmen und aus denen Omega-3-Fettsäuren gewinnen wollen, weil Fukushima die sind schwer belastet, ja genau, oder Japan oder sowas. Mhm. Es gibt aber immer noch genügend Areale, wo sauberes Wasser genügend ist. Oder umgekehrt, am Ende zählt eben das, ein seriöser Hersteller kann mir beweisen, indem er das analysiert hat, und zwar jede neue Charge, dass dieses Fischöl eben nicht belastet ist. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Es gibt unseriöse Quellen, vor allem wenn man sie irgendwo aus unbekannten Quellen im Internet bestellt, die dann in der Regel deutlich günstiger sind. Da wäre ich mir dann nicht so sicher mit der Belastung, aber wenn man von seriösen, hochqualitativen Markenfirmen die Produkte bestellt, dann kann man auch von der Firma einverlangen und eine seriöse Firma liefert mir den schriftlichen Beweis des Testes, dass dieses Fischöl nicht belastet ist. Mhm. Und dann geht es auch noch um Oxidation, das ist der sogenannte Totox-Wert, das ist auch ein sehr hochqualitativer Parameter. Eine seriöse Firma kann mir diesen Wert anbieten, der heißt so Totox-Wert, der totale Oxidationswert. Ob das Fisch oder Algenöl, spielt keine Rolle. Ein Fett kann ranzig werden, oxidieren. Und wenn es ein oxidiertes Produkt ist, in der Kapsel oder was auch immer, dann bringt es nicht mehr. Und ja, die Firma muss garantieren, dass ihr Produkt durch den Herstellungs- und Lagerungsprozess genau nicht oxidiert, bevor es zu mir kommt. Und wenn ich es öffne, auch noch mindestens irgendwie 1, 2, 3 Monate. So lange haltbar ist, genau. Mhm. Und das ist wieder ein Qualitätsprodukt. Das heißt, hier geht es dann auch wieder um Qualität. Und da kann man nicht sagen, nur Algen oder was, weil wenn jetzt die Alge in einem Prozess hergestellt wird, der auch nicht sauber ist, dann ist die Alge übrigens auch nicht sauber, weil Algen binden ja bekanntermaßen auch sehr viel Metalle und Schwermetalle. Es gibt dann durchaus auch Hersteller. Es gab mal vor mehreren Jahren einen Vergleich von Algenpräparaten, wo mehr als die Hälfte der Präparate eben auch belastet waren durch den Herstellungsprozess. Mhm. Also auch das, am Ende des Tages geht es um Qualität, Hersteller, Seriosität und Überprüfung dieser Qualitäten bei dem jeweiligen Hersteller. Und dann muss es nachher jeder für sich mitentscheiden, ob er jetzt Algen, Fisch oder was immer er benutzt und wie man es macht. Und auf das läuft es dann nachher hinaus und nicht so eine einseitige, es geht nur so und es darf nur das sein. Und die meisten Algen produzieren eben 2/3 DHA und nur 1/3 EPA. Das heißt, ein Algenölpräparat hat in der Regel die doppelte Menge von DHA und die einfache Menge von EPA. Ein Fischölpräparat, wenn es nicht gerade Dorsch ist, Dorsch hat auch dieses Verhältnis, die anderen Fische haben 2/3 EPA und 1/3 DHA. Und jetzt ist eben entscheidend, was du brauchst. Wenn du eher Haut, Gehirn, Sinnesorgan, dann ist DHA sehr interessant. Wenn du eher in Richtung Herz-Kreislauf, Entzündung, Rheuma, dann ist EPA viel interessanter. Also ist die Frage, mit welcher Lastigkeit, eher DHA oder eher EPA. Mhm. Und auch das war zu einseitig, dass offensichtlich nur DHA als Thema sei. Das stimmt jetzt einfach nicht. Und dass unsere Sinnesorgane nur aus DHA bestehen, ist natürlich Unsinn. Die bestehen überhaupt nicht aus DHA, die bestehen aus Zellen, wo DHA auch ein Teil ist. Aber beim Auge spielt genauso Lutein, Zeaxanthin, also andere Antioxidantien für die Retina eine wesentliche Rolle, Lutein aus der Tomate und so. Dass jetzt dann das DHA nur für Sinnesorgane gibt, nur DHA, ist dann auch nicht fachlich richtig. Mhm. Es ist ein wichtiger Teil, aber nicht das einzigste. Aber es braucht genauso auch das EPA.
Und deswegen muss man auch hier den Einzelfall betrachten, in der Mitte bleiben, individuell schauen und dann stimmt die ganze Geschichte. Und dann messen und wieder messen und nochmals messen. Wenn wir von Krankheiten reden und wirklich therapeutisch tätig werden wollen, du hast was und ich will was behandeln, dann muss ich messen. Ohne Messung kann ich es nicht, weil es ein Blindflug ist. Und meistens ist es dann zu wenig. Und das stimmt jetzt. Zu wenig Omega-3 gegeben wirkt nicht. Das gilt aber für alles im Leben. Und demzufolge muss ich es richtig machen. Ich hatte kürzlich noch eine Ärztin hier, die hat von Leinöl gesprochen als Omega-3-Quelle. Ja. Ich weiß aber, oder ich dachte zu wissen, dass, glaube ich, ganz, ganz wenig überhaupt wirklich umgewandelt wird. Ja. Und eigentlich den Bedarf mit Leinöl nie gedeckt werden könnte, oder? Das ist wieder genau auch ein wichtiges Thema. Da muss man unterscheiden als Nahrungsmittel, als Grundnahrungsmittel, als Teil unseres Essens. Und da ist Leinöl absolut sinnvoll und notwendig. Es ist ein Grundnahrungsmittel. Es war es schon immer und es wird immer sein. Macht absolut Sinn, weil im Leinöl steckt Alpha-Linolensäure. Das ist eine Omega-3-Fettsäure, die selber aber keine Wirkung hat. Diese Alpha-Linolensäure, das Leinöl, kann dann im Organismus weitergebaut werden, verändert werden. Im Prinzip es ist ein Molekül und dann müssen da aber noch mehrere Kohlenstoffatome drangehängt werden. Das muss länger werden, bevor es wirkt. Und dieser Prozess des Verlängerns, der läuft über sogenannte Enzyme ab. Und die sind bei uns zivilisierten, modernen Menschen, naja, man muss sagen, leider nur noch zu 5% aktiv. Früher war das anders. Und früher konnten die Menschen, die Neandertaler, die konnten aus diesem Leinöl eben selber Fischöl herstellen. Und es gibt eben geschätzt noch vielleicht 2-5% heute, die das auch können. Und die können mit Leinöl alleine ihren Omega-3-Bedarf decken. Bei allen anderen ist dieser Verlängerungsprozess des Leinöls auf die EPA- und DHA-Ketten, funktioniert einfach nicht. Und dann klappt es eben nicht, dass ich durch Leinöl dahin komme. Und deswegen kann ich nicht mit Leinöl therapieren. Und genau diese Trennung wird nicht gemacht. Also wenn man mit Leinöl sich ernährt, alles gut. Das wird aber nie langen, um einen therapeutisch wirksamen Omega-3-Spiegel bei EPA und DHA zu erzeugen. Und das genau ist der Unterschied. Also Leinöl Grundnahrungsmittel immer, Leinöltherapie nein. Und was definitiv absolut falsch ist und für mich sogar als Kunstfehler zu werten ist, wenn man einem Menschen, der eine Krankheit hat, die von einem EPA-DHA-System profitieren würde, Rheuma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Multiple Sklerose oder so, wenn man solchen Menschen erzählt, du musst das gar nicht nehmen, du musst einfach nur Leinöl nehmen, das hat die gleiche Wirkung. Das ist jetzt einfach glatt falsch. Das ist glatt falsch. Für mich ist das klar ein Kunstfehler, weil es ist wissentlich eine falsche Aussage für eine therapeutische Maßnahme. Hat nichts mit Grundversorgung zu tun. Aber für die therapeutische Idee ist Leinöl komplett unwirksam. Und das begreifen leider auch gewisse Ernährungsgesellschaften nicht, die immer noch auf das Leinöl setzen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Ernährung, Grundlage und therapeutischer Idee. Das ist nicht das Gleiche. Also ich kann jedem empfehlen, ein bisschen Leinöl als Essen zu nehmen. Unbedingt würde ich auch tun. Aber zur Therapie nicht. Was allerdings nicht korrekt ist, ist, dass Leinöl zu Omega-6 umgewandelt wird. Das ist jetzt Unsinn. Das ist Linolsäure. Das ist Omega-6. Alpha-Linolensäure ist Omega-3. Also wenn ich Leinöl esse, wird das nicht etwa zu Omega-6 umgewandelt, sondern einfach, ich habe zu viel Leinöl, wo aber nicht weiter verstoffwechselt wird. Könnte man hier noch einen Einwand machen, wenn Leinöl oxidiert ist, wenn es kaputt ist? Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Wenn natürlich Fettsäure ranzig werden, dann ist auch Leinöl nicht mehr gut. Deswegen ist es tatsächlich so, unnötig viel Leinöl hat vielleicht sogar ein kleines Restrisiko auf der Ebene. Aber nicht, dass dadurch jetzt der Omega-6-Weg vor allem gefördert wird. Das ist Unsinn. Der Professor Dr. Elmar Wienecke hat mir mal ein paar ganz eindrucksvolle Bilder gezeigt. Und zwar hat er mir ein Bild gezeigt eines Hirns mit einem Omega-3-Wert von 2. Dann eines mit einer 8 und eine mit einer 13. Ja. 13 ist ja das Wunschdenken. Ja. Ich bin jetzt bei einer 8 und er hat mich so eingestellt, dass ich auf eine 13 käme. Aber er hat mir gezeigt, wie das Hirn, diese Neuronen, dieses Hirn funktioniert. Ja. Und bei einer 2 hat man gesehen, hier brennt es mal, hier leuchtet es mal, hier leuchtet es mal. Und dieser Mensch lebt wie in einer Nebelglocke. Und bei einer 8 hat es gemacht, es hat überall gebrannt. Und bei der 13 hat das Hirn geleuchtet. Ja. Und das finde ich ganz beeindruckend. Ja, das ist natürlich das, weil Nervenzellen, Gehirn, Fett. Und da spielen vor allem auch diese Omega-3-Fettsäuren. Und da ist es tatsächlich so, dass das DHA etwas intensiver wirkt als das EPA. Was nicht bedeutet, dass es kein EPA braucht.
Aber da ist es etwas mehr DHA-lastiger für diese Hirnfunktion. Deswegen wissen wir auch, dass zum Beispiel diese hyperaktiven Kinder, dann nennt man so ADHS und so, die profitieren durchaus von einer deutlich DHA-lastigen Supplementation, weil das im Gehirn Verbesserungen mit sich bringt. Auch hier am Ende des Tages ist es so eine Art Ausgleich. Man wird nicht unbedingt intelligenter durch DHA, aber einfach so die Wirkungsweise der Hirnzellen, dieses vernetzte Arbeiten. Das Gehirn ist ja ein sehr plastisches Ding. Das muss neue Neurone bilden und so. Und das wird definitiv vom DHA, EPA, also Omega-3-Index, das ist diese Zahl, wie mitgesteuert. Und es ist so, für das wünschen wir uns höhere Werte. Das hast du aber gerade noch in einer Klammer gesagt, man wird nicht unbedingt intelligenter, aber das möchte ich vielleicht auch noch in Frage stellen. Wenn das Hirn ja viel, viel schneller funktioniert und diese Verbindungen da sind, ich habe das Gefühl, man ist das nicht die beste Voraussetzung, um viel mehr Dinge zu hinterfragen und selber zu merken? Die Voraussetzung schon, aber da fehlt dann noch der zweite Schritt, das auch zu tun. Mhm. Die Fähigkeit des Gehirns, das zu tun, ist besser, steht außer Frage. Die Idee ist auch zu nutzen und zu wollen, ist dann eine eher emotional-psychische Geschichte, die nicht unbedingt mit dem DHA zusammenhängt. Und wir sehen das heutzutage, dass recht viele Menschen vielleicht die Fähigkeit hätten, aber nicht mehr nicht richtig denken. Das muss nicht vom DHA abhängig sein. Aber auf der anderen Seite Fähigkeit schon. Also wenn man will, aber es nicht geht, weil diese Glocke ständig da ist. Für die ist es wichtig, genau. Also, und da merkt man es dann eben auch. Also dass man merkt eine Verbesserung von Konzentration, von Lernfähigkeit, von Merkfähigkeiten. Mhm. Weil das sind tatsächlich, am Ende des Tages müssen zwei Nervenzellen eine neue Verbindung machen, damit ich mir was merken kann. Und wenn diese Verbindung sich wieder auflöst, dann vergesse ich das wieder. Und wenn diese Verbindung bleibt, dann bleibt es mir stärker im Gedächtnis. Und das ist sehr stark vom Omega-3 abhängig. Ich habe doch 5-mal Englisch gelernt und wieder vergessen. So, ich habe zu wenig Omega-3 gehabt. Meistens ist dann das. Gute Ausrede. Bleiben wir beim Omega-3. Du hast vorhin noch das Vorhofflimmern gebracht. Ja. Gab es da irgendetwas auf der Welt, was für Furore gesorgt hat? Ja, das ist genau wieder auch so ein Fall, den man auch tatsächlich dringend korrigieren muss, weil das war wieder so ein typisches Beispiel, wie wir es in vielen Jahren jetzt schon immer wieder überlebt haben. Da gibt es irgendwas, eine Studie oder eine Untersuchung, und dann wird das meistens von irgendwelchen Fachprofessoren, Universitäten oder so angeprangert, und die Presse übernimmt das einfach so als reißerische Maßnahme, kommt dann auf die erste Seite. Jawohl, wir wussten schon immer, Omega-3-Fettsäuren verursachen plötzlichen Herztod. Und da stand dann in allen diesen bekannten Zeitschriften mit den großen Buchstaben auf der ersten Seite, jawohl, das war schon immer so, Omega-3 ist Mist. Und jetzt haben wir auch noch die Bestätigung, es bringt sogar noch Menschen um, weil es den plötzlichen Herztod fördert. Und das ist immer wieder das Gleiche. Das ist das, es gibt irgendeine Veröffentlichung, die irgendwas aussagt, und dann wird das einfach so genommen, ohne es weiter zu diskutieren, zu lesen und zu beschreiben. Und leider muss man das halt auch sagen, ist es natürlich auch so, dass die Presse eben nicht mehr diese neutrale, investigative Idee hat offensichtlich, sondern einfach nur plakativ, Auflagetechnik, irgendetwas positioniert und sich nicht vorher auseinandergesetzt hat, sondern diesem einen Veröffentlicher da einfach hoffnungslos glaubt, ohne mal vielleicht andere zu befragen. Das würde ich Recherche nennen, dass man auch mal mit anderen redet. Das heißt, keiner hat dann die Gesellschaften oder Fachleute, die seit 10, 20 Jahren mit Omega-3-Fettsäuren arbeiten, zu diesem Thema befragt. Der Punkt ist, es gibt eine, schon länger, ist nichts Neues, aber sie wurde jetzt wieder aufgebauscht. Es gibt eine Untersuchung, eine Studie, die gezeigt hat, dass unter bestimmten Konstellationen eine bestimmte Dosis von Omega-3 zu einer vermehrten Rate von Vorhofflimmern geführt hat. Vorhofflimmern ist eine bestimmte Herzrhythmusstörung, wo die Vorhöfe, ein Teil vom Herzen, schneller schlagen als normal, eine gewisse Rhythmusstörung machen, was dann zu einem Problem führen kann. Und man hat in einer bestimmten Untersuchung gezeigt, dass das in bestimmten Konstellationen bei Patienten vorher und nachher, also man hat dann mit Omega-3-Fettsäuren behandelt, zu sogar mehr Vorhofflimmern gekommen ist. Und dann hat man daraus geschlossen, um Gottes Willen, es hat ja viel mehr Vorhofflimmern als ohne Omega-3, dann muss Omega-3 ja das schlecht sein, weil. Und der Punkt war, das stimmt, in bestimmten Konstellationen dieser Studie hat man gezeigt, dass bei diesen Patienten vorher und nachher häufiger, leicht, aber häufiger Vorhofflimmern aufgetreten ist. Das stimmt. Daraus aber zu schließen, dass das automatisch negativ ist, gefährlich ist, vielleicht sogar Schlaganfall oder Tod bringt, ist dann wieder kompletter Unsinn. Denn das Vorhofflimmern an sich ist erstmal nicht gefährlich. Das Vorhofflimmern hat ein großes potenzielles Problem, dass der Vorhof schlägt zu schnell, Blut könnte stehen bleiben und Gerinnsel bilden.
Und genau, und dann gibt es Schlaganfälle oder was. Und genau das ist aber nie mehr passiert. Das heißt, man hat zwar in der Gruppe etwas mehr Vorhofflimmern gesehen, aber weniger Folgeprobleme. Hm. Also die Gruppe 1 hat weniger Vorhofflimmern, aber mehr Schlaganfälle. Die Gruppe 2 hat ein bisschen mehr Vorhofflimmern, aber weniger Schlaganfälle. Hm. Das heißt, natürlich hat sich dieser eine Parameter vermeintlich verschlechtert, aber klinisch am Ende zählt ja das, was rauskommt. Mhm. War diese Gruppe viel besser. Das hat man dann natürlich nett gesagt. Das heißt, ein Parameter konnte vermeintlich als verschlechtert nachgezeigt werden, aber für den Patienten ist es viel besser rausgekommen, erstens. Und zweitens, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, wie alles im Leben hat auch Omega-3 so eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Und es ist nicht so, dass immer mehr ist. Du hast zwar eben gesagt, 13, das stimmt, bis zu einem bestimmten Grad gibt es, je mehr, desto mehr. Heißt aber nicht, dass 20 dann besser ist als 13. Das stimmt dann eben wieder auch nicht, dann kippt es nämlich irgendwo wieder ab. Das heißt, im Prinzip gibt es einen Optimalbereich vom Omega-3. Dieser Omega-3-Index. Ja. Wenn ich den Patienten mit diesen Omega-3-Fettsäuren in diesen Optimalbereich bringe, dann passiert das eben alles nicht. Wenn ich zu wenig oder auch zu viel mache, dann können wieder andere Dinge passieren. Nur gilt das für alles. Ein Gläschen Rotwein ist okay. Wenn ich 10 Flaschen pro Tag trinke, ist Rotwein schlecht. Da kann ich doch nicht behaupten, Rotwein ist schlecht. Sondern es ist alles eine Frage, wie gehe ich damit um? Mhm. Also auch diese Studie hat, wie viele andere, ist nur wieder eine neue Studie, immer das Gleiche, die zeigen nicht, Omega-3 wirkt nicht oder ist gefährlich, sondern die zeigen, wenn man es falsch macht, wirkt es nicht oder könnte gefährlich sein. Ja, das würde ich sogar fest unterschreiben. Wenn man mit Sachen nicht richtig umgeht und das auch noch bei Patienten macht, dann kann das gefährlich werden. Das liegt aber nicht an der Substanz, sondern an dem Therapeuten oder Arzt oder was auch immer, der mit dieser Substanz falsch umgeht. Dann ist doch der das Problem und nicht die Substanz. Aber es wird dann immer auf die Substanz geschoben. Und das ist ja, wenn ich hier ein Messer hinlege, kann ich dich damit erstechen. Da kann man doch nicht die Messerfirma anklagen. Doch, das muss man verbieten. Das Messer ist gefährlich und jetzt müssen wir die Firma anklagen. Das ist doch auch Unsinn. Also ja, aber so kommt es mir ein bisschen vor, dass die Zeiterscheinung auch im Moment, oder? Genau. Und das sind genau diese Dinge, die man bei Omega-3 immer wieder hört. Und warum es immer wieder Omega-3 ist, weiß ich auch nicht. Irgendwie schießt man sich immer wieder auf dieses arme Omega-3 ein. Ja, wahrscheinlich, weil man es nicht patentieren kann. Es ist zu günstig, es ist kein Medikament, oder? Ja. Und, aber letztendlich ist es auch so, es ist in deiner schulischen Universitätsausbildung Omega-3 kein Thema. Inexistent, in 6 Jahren 1 Stunde. Mhm. Ja. Im Sinne von gibt es. Aber es ist nicht so, dass ein ausgebildeter Arzt nachher sagt, oh, mein Patient muss sich jetzt messen auf Omega-3. Vergiss es. Also eben, hat er nie gelernt, hat er nie gehört. Mhm. Und mehr so, ja, es gibt halt mal Omega-3, das ist irgendwie sowas. Aber das ist, Aspirin ist viel wichtiger. Also das ist ja die Ausbildung der schulmedizinischen Medizinausbildungsstätten läuft auf Pharmakotherapie, nicht auf gesund leben, gesund erhalten. Das ist jetzt ein Faktum. Gut, fassen wir noch was zusammen. Jetzt einfach blind Omega-3 zu kaufen und zu schlucken oder zu trinken ist auch nicht der Weg, sondern man sollte mal feststellen, was ist der Wert. Ja. Man rechnet aus, was er braucht mit Körpergröße, Körpergewicht und so weiter. Und dann muss irgendwann nachgemessen werden, ob das jetzt auch wirklich aufgenommen wird oder nicht. Und dann gibt es später die Erhaltungsdosis. Genau so. Das ist der seriöse Weg, wie man umgeht. Vor allem, wenn wir einen Gesundheitsnutzen haben wollen, was ja eigentlich die Idee ist. Sonst müsste ich es ja nicht nehmen. Mhm. Wenn ich will, dass etwas Sinn macht, dann muss ich das so machen. Großartig. Ich danke dir ganz herzlich. Gerne, lieber Dr. Med. Simon Feldhaus war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und bitte verbreiten Sie auch diese Korrektursendung, denn diese zwei Sendungen, die jetzt all draußen sind, die müssen sich miteinander ergänzen, dass wir alle eine umfassende Sichtweise haben und auch wissen, was wahr ist und was richtig ist und gewisse Vorurteile auch wieder entkräftigt sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute, danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen miteinander.